Jo. Wollen wir anstarten? Fast. Anfangen. Wir können es versuchen, wenn das Internet diesmal hält. Ja. Also der Stream ist beim letzten Mal, glaube ich, schon während der Team-Vorstellung gestorben. Wir sind aber tatsächlich bis in den Durchgang neben Herzhofen gekommen. Also wir sind bis da gekommen und haben dann gemerkt, oh, irgendwie läuft es nicht mehr. Also wir sind ein bisschen weitergekommen, als ihr gesehen habt. Deswegen würde ich einfach sagen, das ist das Team. Wir gucken nicht noch mal rein, weil irgendwas hat unser Internet gekillt, aber wir müssen noch mal leveln, sehe Ja, ich stimmt, das gerade. haben wir beim letzten Mal ja auch gemacht. Das war unser Team. Bevor Oreo wieder unser Internet zerstört, gucken wir uns Oreo am besten gar nicht erst an, sondern spielen einfach gleich. Ja. Ich sage mal, es hat sich zum Vergleich zum letzten Mal, glaube ich, eh nichts getan, wenn wir noch nicht einmal gelevelt. Nee. Aber wir haben beim letzten Mal auf jeden Fall die Arena gemacht. Genau, mit sehr viel Planung. Hat auch dann ganz gut geklappt. Ja, ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich jetzt auch bei den nächsten Arena-Lettern auch so machen, dass wir uns das schon ein bisschen durchplanen, wie wir da rangehen wollen. Das spricht ja auch nichts gegen. Ja. Kommt Bayonetta 3 auch auf YouTube? Ja, irgendwann in einem halben Jahr. Ja, das dauert natürlich immer mit den YouTube-Uploads. Ja, weil im Normalfall ist das, was jetzt gerade hochgeladen ist, das, was vor ungefähr vor einem halben Jahr gestreamt wurde. Und deswegen, das ist alles immer der Reihe nach. Aktuell läuft ja Fire Emblem Three Houses. Das dauert, ich glaube, bis April, bis das durch ist. Und nebenbei kommt gerade der Zelda Randomizer und ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Aber ihr könnt euch ja auch alles auf Twitch jederzeit angucken. Ich weiß, der Player ist nicht immer so für jeden das Ja. Gelbe vom Ei, aber es ist ja trotzdem da. Die Sache ist, als wir damals gesagt haben, wir laden die Streams auch auf YouTube hoch, da mussten wir für uns ja jetzt entscheiden, entweder wir laden wirklich komplett zeitnah hoch, das heißt quasi in der nächsten Woche immer alles, was in der letzten Woche gestreamt wurde, was aber ne, zeittechnisch auch immer ein bisschen schwierig ist, weil alles sehr zeitnah bearbeitet werden muss und wenn du dann natürlich auch mal mehr als 7 oder 14 Parts aus den Streams rausbekommst, ne, also ist halt alles so ein bisschen knapp. Das ist genau das Dementsprechend. falsche Pokémon vorne. Ich habe gar nicht so viel gegen Pflanze. Also, ich meine, die Ich sag mal, du hast beiden. zwei Resistenzen, Ja. drei Schwächen und eins, was ein Psycho-Pokémon, was zumindest da auch gut reinhauen kann gegen die. Ja. Aber wir haben halt damals, oder ich habe zumindest damals überlegt, will ich jetzt immer direkt die Streams auf YouTube hochladen? Will ich die in Stücken hochladen? Will ich die ganz hochladen? Aber ganz finde ich immer ein bisschen erschlagen, wenn da so ein 3-Stunden-Stream kommt. Oder als du damals zum Beispiel Elden Ring gestreamt hast, wenn da so ein 8-Stunden-Stream plötzlich kommt oder so, oder Tales of Arise. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Und ich sage mal, es ist in Deswegen. den seltensten Fällen, dass wir auch so hier Release-Projekte auch sofort immer hochladen. Deswegen hatten wir uns dann eigentlich dazu entschieden, okay, wir laden die Sachen halt erst ein bisschen später auf YouTube hoch. Es gibt ja Leute, die wirklich nur YouTube gucken, für die ist das ja an sich egal, ne, wann es da kommt. Und alle anderen können es dann theoretisch nochmal live gucken und nochmal nachgucken. Ne, aber es ist so einfach ein bisschen stressfrei. Aber man kann ja immer alles auf Twitch auch gucken. Eben. Ach komm, Falafel bleibt drin. Aber schön, dass ich jetzt die viel längere Antwort gegeben habe. Es ist doch immer so. Du kannst das sehr gut ausschmücken, was ich innerhalb von einem Satz sage oder so. Also, wenn wir einen, keine Ahnung, einen Aufsatz schreiben würden, wäre mein Aufsatz irgendwo eine Seite lang und du würdest für den gleichen Inhalt irgendwie fünf brauchen. Schon, ja. Und am Ende haben wir, keine Ahnung, die gleiche Note, nur du hast es ein bisschen ausgeschmückter gemacht. Svenja ist ineffizient. Nee. Das jetzt nicht. Svenja ist schon sehr genau. Ich glaube, ich bin einfach nur so aufs Nötigste reduziert. Das sieht mit meiner Körpergröße. Die ist auch aufs Nötigste reduziert. Wir können ja noch ein Pokémon fangen, ne? Fällt mir gerade erst ein. Lass mich kurz mal gucken. Es ist Route 209. 209 ist noch offen. Ja. Cool. Ist das dein letztes Pokémon da? Wenn es das Oder hast du piept. Evoli noch? Nee. Evoli habe ich aufgeschlitzt. Elva, danke für 54 Monate Treue. Super geil von dir. Dann. Aber ich würde gerne eben die Paralyse heilen gehen. Ich habe keine Lust dafür, einen Paralyzer zu benutzen. Soweit ist es jetzt nicht. Jo.
Aber mit effizient, ich versuche halt immer sehr effizient zu sein, aber man kann ja auch nicht jeden Tag gleich effizient sein, ne? Manchen Tagen schafft man einfach ein bisschen mehr, an manchen Tagen ein bisschen weniger und an manchen Tagen kommt vielleicht nochmal irgendwie was dazwischen. Wir wollten auch vorhin die Pakete zur Post bringen und plötzlich kam unser Einfahrt-Dude und meinte so, ich mache eure Einfahrt jetzt fertig und wir so, okay, dann... Dann warten, bis du fertig bist, aber irgendwie wurde er einfach nicht fertig. Ich sollte mal echt Tränke kaufen, sehe ich gerade. War da nicht auch... Nachher mal. Ich überlege gerade, haben wir das nicht im letzten Stream, der durchs Internet gekillt wurde, auch gesagt, dass wir eigentlich Tränke kaufen müssen? Das kann sein. Aber ich kaufe die nachher in Trosto. So ja. Viele Trainer sind es bis dahin nicht und man kann zur Not immer zurück. Trosto oder Trosto? Trosto, weil Trost. Also mit der dummen Inkognito-Ruine, da fühle ich mich nicht getröstet. Aber ich ging davon aus, dass es halt eben von Trost kommt, ja, weil er ja so ein, wie beim Lavandia-Turm so ein Turm ist, wo halt eben auch Tote sind. Oh, Lavandia oder Lavandia? Lavandia. Ich glaube, bei mir ist das echt so... Weil Lavendel wird auch das so schnell gesprochen. Es wird ja nicht Lavendel ausgesprochen, sondern Lavendel. Deswegen Lavandia. Ich habe keine... Ich suche schon mal. Ich spreche es mal so aus. Kommen Sie ins Gras zu mir. Ich habe einen Skorgler. Ja. Das nehme ich gerne. Ich hoffe, du findest einen coolen Partner dafür. Ich habe nichts, um es zu schwächen. Wobei, hattest du nicht mal einen Habitak? Ja. Ist nicht gestorben? Ja. Willst du es trotzdem nochmal fangen oder willst du nochmal gucken? Eigentlich wäre Habitak schon ganz cool, oder? Nur nicht, wenn ich Reptane vorne habe. Kannst aber mit einem Schnabel ein bisschen schwächen. Ich orientiere mich bei Pokémon am nie an den Ursprüngen. Also es hat jetzt in dem Fall jetzt eigentlich ganz gut gepasst, auch mit den Sachen, aber ich gucke wahrscheinlich auch eher so einfach, dass es... Ich hoffe, das tut dir jetzt nicht zu sehr weh. Wobei, das ist eigentlich eine gute Verteidigung. Ich gucke wahrscheinlich auch einfach so, wie lässt es sich am schönsten aussprechen und ja, gewöhnen wir das dann einfach an. Wie kann ich es am besten schwächen mit Dreschpflege? Ja, nicht so viel KP, wie du noch hast, auf jeden Fall. Das macht wahrscheinlich kaum Schaden. Also gleich habe ich ein bisschen weniger KP, aber... Bei Dreschpflege ist halt... Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Bälle kaufen, sehe ich gerade. Bei Dreschpflege ist halt die Sache, bis der da mal Schaden macht, musst du echt viel KP verloren haben. Das stimmt. Und wenn du auf einem KP bist, macht Dreschpflege dafür... 200 Damage? I don't know. Ja, ich sollte auch vielleicht mal... So, Skorgler. Ja, ich hatte Alex, ne? So, Alex erschreckt Gegner, indem er sich an ihre Gesichter klammert und dann mit einem giftigen Stachel angreift. Das Problem ist, in meinem ersten Moment, als du angefangen hast zu reden, wollte ich sagen, ersetzt doch Gegner durch Kinder. Und dann kam der giftige Stachel. Und dann dachte ich mir so, vielleicht nicht. Wie man ihn halt so kennt. Ali hat genügend Ausdauer, den ganzen Tag zu fliegen. Sein scharfer Schnabel dient als Waffe. Okay. So, wie nennen wir denn unser Skorgler? So, ich hatte Süßigkeiten, ne? Beziehungsweise Desserts. Bin ich eigentlich die Einzige, die bei Dessert jedes Mal überlegen muss, ob ein S oder zwei S? KitKat bei Svenja, nachdem Twitch mich beim letzten Einlösen denied hat. Alles klar. Okay, ich habe auch, glaube ich, schon einen Namen für meins. Oh, KitKat habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Die sind echt lecker. Ne, wir hatten große Kleinschreibung, ne? So. Auch meinen Namen. Kit. Nee, Woggle. Etwas ekligeres. KitKat. Ein Aubergine-KitKat. Weil ich habe jetzt an irgendwas Lilanes gedacht zu essen und da fiel mir halt eine Aubergine ein. Ja. Ich habe, also, ich habe nichts. Da oben liegt irgendwo noch ein verstecktes Item. Ich habe nichts gegen Auberginen, nur nicht auf meinem KitKat. Ohne gelbe Flöte. Wobei, das ist kein verstecktes Item, aber... Gelbe Flöte? Gegen Verwirrung? Das ist praktisch. Schon? Oh, ein Stern, du wärst ja auch gewesen. Aber ich meine, wenn du potenziell einen Skorgro haben kannst... Ich habe seit Kid Icarus was gegen Auberginen. Nee, verstehe ich nicht. In Kid Icarus gibt es einen Gegner, der kann dich in eine Aubergine verwandeln und es ist sehr aufwendig, diesen Fluch wieder wegzukriegen.
Wer im Entwicklerstudio hat gedacht, okay, wir machen jetzt irgendwie so einen Fluch drauf, wo du in irgendwas anderes verwandelt wirst? Und wer dachte dann, okay, wir nehmen eine Aubergine? Will er überhaupt kämpfen? Geht er nicht morgens nur kämpfen? Ja. Na gut. Aber ja, habe ich nicht sogar eine Schafklaue? Irgendwie das Gefühl, ich habe da letztens mal... Du hast eine Flinkklaue? Ja. Einfach irgendwie eine schwarz Schafklaue. Anmalen oder so. Wobei, es kann auch sein, dass ich die vielleicht irgendwo kaufen konnte. Und nicht direkt habe, aber ja. Würde mich nicht... Ich meine schon, irgendwann mal eine Schafklaue gesehen zu haben. Wahrscheinlich habe ich sie einfach nicht gekauft, weil ich sie nicht brauchte oder so. Ah, ne, meine Schafklaue? Ne, Schafzahn brauchen wir. Möchtest du, dass ich eben kurz scoute bei den beiden? Bin jetzt eh gerade im Kampf. Okay. Ich biete Mobile und Pantimimi. Ja, können die eigentlich bleiben? Können die meinem Pupita irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Also, Mobile kann gut reinhauen, weil es halt einen echt hohen Angriff hat, aber ich glaube, Mobile überlebt die Runde einfach nicht. Weiß ich nicht. So, Moment, du haust. Haut mal beide auf Mobile drauf. Ich habe das Gefühl, das ist das Gefährlichere von beiden. Ich höre mich ein bisschen verschnupft an. Ja, das liegt daran, dass meine Nase zu ist. Ich wollte es aber diesmal extra nicht sagen, weil oft bin ich auch so, ja, tut mir leid, wenn ich mich verschnupft anhöre. Und alle so, hä? Tust du gar nicht. Aber ja, meine Nase ist schon seit ein paar Tagen irgendwie zu. Mir geht's so echt gut, aber meine Nase will einfach irgendwie nicht wieder frei werden. Deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen nasal an sich. Also ich merke das bei mir selber. Ich weiß nicht, ob andere Leute das hören. Anscheinend ja schon. Die ist auch mittlerweile so ein bisschen kaputt schon vom Naseputzen. Ja. Aber ja. Hier ist doch sicher ein Item. Aber Dankeschön auf jeden Fall. Hallo Expertengurt. Nice. Falafel, was trägst du gerade? Überreste. Was trägt ihr allgemein alle gerade? Überreste, Serauch, Muskelband, Hackattack, Blendbruder. Ich habe einen Düsterumhang gefunden. Auch schick. So, das Pokémon, das Kind hatte sicher Pikachu als Pokémon, oder? Hast du eine geile Textbox? Hallo, ich bin ein Pokémon. Oh, ich wollte jetzt Pikachu-Synchro machen. Die Nase läuft und die Füße riechen. Was hast du jetzt vor? Riecht mein Fuß? Nö. Okay. Dann alles gut. Was? Ist das ein Mund auf der Socke? Was? Was hat auf deiner Socke drauf für ein Motiv? Nichts, ist einfach nur lila. Ach so. Okay. Nee, da ist kein Mund auf der Socke. Ist einfach nur eine lila Socke. Kann halt höchstens sein, dass da irgendwie ein Stück Heu oder so dran gewesen ist, weil hier fliegt öfter mal Heu oder so rum. Huch, der hat mich doch überrascht. Bist du sicher eine Aroma-Lady? Jetzt kommen die ganzen Fußfetischisten in den Stream. Ist ja nicht mein Stream. Hallo Chat, wollt ihr ein paar Füße sehen? Würdest du deinen Fuß überhaupt hoch genug kriegen? Vielleicht. Wenn sie Geld da lassen. Ich musste mich extra dafür losdecken. Warum bin ich verwirrt und paralysiert? Bitterkuss und Statik? Ich habe halt nicht hingeguckt. Ich musste meinen Fuß in die Kamera halten. Wurgel, keine Sorge. Mich haben auch schon Leute vor vielen Jahren privat angeschrieben und mich darum gebeten, ein Bild von meinen Füßen zu posten. Einen angezogen und einen ausgezogen, genau genommen. Genau mit diesen spezifischen Angaben. Okay. Okay. Ich sehe schon zwei paralysierte Pokémon. Ich sehe schon, du willst gleich wieder zurücklaufen. Hast du eigentlich auch in deiner YouTube-Zeit mal, als es damals noch PNs gab, wobei auch, ich glaube, die meisten dummen PNs kamen halt wirklich auf Facebook. Mhm. Aber du hattest auch Facebook. Mhm. Hast du auch
so seltsame Nachrichten bekommen? Nein, weil die Leute sich wahrscheinlich nie getraut haben, mir irgendwelchen komischen Scheiß zu schicken. Aber ich habe dich auch angeschrieben. Ja, das war zumindest zum Glück kein komischer Scheiß, den du mir geschickt hast. Außer du bezeichnest dich selber als komischen Scheiß. Also, komisch bin ich schon manchmal. Ja, stimmt. Ich lache sehr gerne. Wenn du in meiner Nähe bist. Das klingt seltsam. Über mich, mit mir. Ja. Aber ich glaube, das war eher so eine Sache, Frauen haben das viel häufiger abbekommen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und dann war da so, hey, Schnepfe! Zeig mal deine Füße! Wolltest du wirklich Schnepfe sagen oder wolltest du Schnecke sagen? Nee, Schnepfe. Ach so. Dann war da so, zeig mal deine Füße, ja komm, zeig's dem Daddy! Ja, okay? Nein! Die nächste Dame fängt übrigens mit Knospi an. Okay. Und bei den Männern so. Coole Videos, Dude. Nee. Aber ja, ich hatte Leute, die irgendwelche Fotos von meinen Füßen wollten. Oder die mich gefragt haben, ob ich random eine Wohnung in München hätte, die ich vermieten kann. Was? Weiß nicht. Was? True Story. Okay. Jetzt nicht kämpfen. Und, never forget, den einen Kommentar, die eine PN, die ich bekommen habe. Sag mal, ich habe mir das Unboxing-Video von Jan angeguckt. Der hat schon ziemlich lange Finger, oder? Und ich nur so... Also... Okay. Aber ja, Jans Finger sind genau ein so ein... Fingergelenkteil länger als meiner. Wenn du eine Wohnung zum Vermieten in München hättest, hättest du auch ein Haus am Phoenixsee. Nun. Wer sagt, dass ich kein Haus am Phoenixsee habe? Für eine Hundehütte wird es bestimmt reichen. In dem einen Stein in der Kuhle, bei den Bären ist auch noch ein Item. Okay, sieht auch so aus wie ein Ort, an dem was sein könnte. Können wir gleich mal gucken. Ist das nicht normal? Du lebst in NRW und hast eine Zweitwohnung in München? Für alle Fälle. Ja. Falls du mal irgendwie in den Süden kommst. Du brauchst noch eine irgendwo in, ich weiß nicht, Berlin oder in Kiel oder so. Für alle Fälle, falls du mal in den Norden fährst. Also jetzt, wo ich die ganzen Wichtelpakete verschickt habe, ich werde natürlich nicht zu den Daten sagen. Ich habe ja nicht umsonst auf jedem Paket die Aufkleber abgeknibbelt. Das war teilweise echt ätzend. Die meisten gingen echt gut ab, aber manche waren irgendwie auch so fest draufgeklebt, dass du das halbe Paket mit zerfleddert hast. Ja, so Datenschutz ist mir da schon auch wichtig. Aber ich habe ja jetzt logischerweise Pakete in alle Gebiete von Deutschland irgendwie geschickt. In Osten haben wir auch auf jeden Fall. Ja, also in alle Himmelsrichtungen irgendwie. Dementsprechend, ich brauche gar keine Wohnung, ich komme einfach zu euch. Wo auch immer ihr wohnt. Wie gesagt, ich werde es natürlich jetzt hier nicht erzählen. Julia, danke für 32 Monate Treue. Super geil von dir. Ich denke mir einfach so, wenn ich irgendwie, keiner will in den Norden oder so, ja, wen habe ich denn da nochmal aus der Community? Gucken wir doch mal. Hat das geklappt bei meinem Wichtelpaket ohne Porto? Das weiß ich gar nicht. Also, ich habe es ausgefüllt. Ich habe gesehen, dass ein Wichtelpaket quasi schon mit vorgefertigtem Porto war. Da wir aber alle Pakete einfach abgegeben haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das... Kann sein, dass er eins schon ohne dickes Eis... Kann sein, dass der Postdude da eins direkt einfach so abgeheftet hat, sage ich mal. Aber da konnten wir halt bei der Menge natürlich schlecht drauf achten. Ich könnte allerhöchstens mal gucken, ob es auf dem Wisch vermerkt ist. Ja, pack ihn da mal rein. Hallo Psy-Schub. Okay. Das ist mal eine starke Attacke. Das jemand lernen? Bolognese. Der Bolognese-Schub. Okay. So, da ist ein Doppelkamm. Gyoza. Aber ich glaube, der nächste hatte ja noch Ponita, ne? Ja, nur Ponita. Flupp. Oder die nächste? Störe mich nicht, während ich Zeit mit Dea verbringe. Gracie Dea. Oha. Junges Glück, Ivan und der. Ivan! Nur so.
Habe ich überhaupt eine Wasserattacke? Bosse sind halt so blau wie ihre Landtage. Yikes. Wie, du mich aber gecrit... Der Crit-Flinch. Okay. Frech. Das Hassbüro kann übrigens Sprungkick. Sprungkick? Und hat mich damit sogar gecrittet. Ja, schon Level 23 hier. Mhm. Gut, wir sind halt mit 25 ein bisschen hoch, aber wir haben uns einfach an die Arena orientiert und... Also hoch sind wir jetzt nicht. Ich finde so zwei Level drüber. Das habe ich in anderen Spielen ganz anders erlebt. Nun, da waren es nicht nur zwei Level. Das ist auch safe noch ein Item versteckt, oder? In den Steinen schon mal nicht. Betrug. Aber hier. Yay, ein Grünstück. Moment, das hole ich mir auch mal. Na, ich bin ja weit gekommen. Kann eine Full-Pass-Beere. Kann ich vor dem fliehen? Schwierig. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Aeroas kommt und das tut weh. Kann das überhaupt Aeroas? Oh. Ich glaube ja. Huhu! Hey, Svenjan, ich habe hier was Tolles, pass auf! Was? Warum geht's hier eigentlich? Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen, sie anzubringen. Ah, klar, das liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind echt toll. Du musst hier unbedingt einsehen. Ich habe dort sogar versteckte Maschinen auflockern gefunden, wie auch immer. Wir kämpfen dann mal. Bis dann. Warum gibt's die Ballkapseln erst in Sonneweg? Gab's die in BDSP früher? Ich glaube. Ja, wir haben noch von jenen Arena-Leitern immer deren Kapseln bekommen. Das war tatsächlich mit das einzig Positive an diesen Spielen. Weil ich finde es immer so schade, dass es die Ballkapseln erst so spät gibt. Warum ist der Werbungsmanager eigentlich nicht offen? Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht sehen, wann du Werbung schalten willst. Okay, ich auch nicht. Übrigens muss man Alilex so mit ohne Punkt und Komma reden. Okay. Habe ich Zerschneider? Nein. Oh, das ist doof. Ich verkaufe mal ein bisschen Stuff. Der Steinknochen. Oh ja, 5000, nehme ich gern. Den Honig braucht niemand, kann weg. Danke. Den Eisbrocken werde ich wahrscheinlich auch nie verwenden. Weg. Die Eisenkugel werde ich wahrscheinlich auch nie verwenden. Weg. Drachenzahn. Wenn, dann brauche ich auch nur einen davon. Aber zu Alilex nochmal, ne? Mhm. Ich mal, also ich finde, das ist schon sehr akkurat gewesen. auch bleiben. Ich brauche keine Heilpuder. Ich meine, Pokémon sollen nicht mögen. Krafttausch. Okay. Weil ich finde, Ali ist auch immer so, als wenn er irgendwie 3 Liter Kaffee getrunken hätte. Manchmal, ja. Erstmal ein paar Bälle kaufen. Und Tränke. Und Supertränke. Und ich finde, Alex ist für mich immer noch so Mitglied einer Boyband. Ich weiß nicht. Ich kann mir Alex einfach richtig gut bei den Backstreet Boys vorstellen. Okay. In meinem Headcanon. Guck mal, ich kann mir Safari-Bälle kaufen für 0 Pokédollar. Herzlichen Glückwunsch. Tell me why! Seika-Beere, Eifelbeere. Aber so eine Seika-Beere ist die Init erhöht, oder? Wenn du wenig KP hast. Und ich kann Magma-Isira freikaufen. Das ist auch nicht schlecht. Freikaufen? Wurden die gefangen gehalten? Du musst die Kaution zahlen? Ja, 2100 Pokédollar ist die Kaution. Yikes. Im nächsten Meraki-Song-Contest. Im ersten Meraki-Song-Contest. Welcher Typ Frau sollte Alex in der Boyband ansprechen? Rothaarige. Okay. Verstehe ich nicht. Nun. So, hallo, was möchtest du denn sehen? Du hast die Stellen auch schon. Ja, Professor Eibel, ja, ein Pokémon-Experte. Bring mir einen Burmi. Ich habe keinen Burmi. Sorry. Burmi. Ich bin übrigens auch endlich mal angekommen. Das ist gut.
Hallo Oma, hast du was Cooles? Nein. Hast du was Cooles? Es wurde nicht bewiesen, dass die Eier von Pokémon stammen. Aber ich nehme mal an, du willst Ibitak und Skorgler erstmal nicht unbedingt mitnehmen, ne? Die kann man sperren. Also ich hätte lieben gern für Skorgler noch so einen Schafzahn. Dass man oder ein Evolit. Gibt's hier noch nicht. Evolit war Gen 5. Ich vergesse das immer. Ein verstecktes Item. Hier noch ein verstecktes Item. Hattest du das Item beim Stein geholt? Bei welchem Stein? Unten, wo die Himbeeren waren. Da rechts unten. Rechts unten? Der hier? Stein da. Nein, weil ich wusste, dass es scheiße ist. Aber danke. Habe ich vergessen. Da ist noch ein Item. Hier ist sonst nichts. Oh. Ist weit gekommen. Da liegt einfach wie so eine fette, gestrandete Robbe im Käfig. Boy, kann ich dir helfen? Human, ich ruhe mich nur kurz aus. Ich gleich esse ich weiter. Aber so kannst du ihn jetzt wieder sehen. Dano, danke für 21 Monate Treue. Super geil von dir. Ich habe einen Stick-Koffer bekommen. Gibt es in den Ruinen neue Encounter? Müsste eigentlich, ja. Wobei ich nicht sonderlich viel erwarte, wenn die mit gleicher Stärke ausgetauscht sind. Sind da neue Inkognitos drin? Ich glaube ja.